So, meine Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Workout-Vlog. Wir starten wieder in eine neue Trainingswoche, die fantastisch ist. Leider nicht in das Gym im umgebauten, sondern wieder im Fit One, good old Fit One Floridsdorf, welches wir jetzt besuchen werden. Und ich weiß nicht warum, aber die Ampeln blinken alle gelb vor mir. Das heißt, es ist irgendwas passiert, irgendwas ist los, ne? Auf jeden Fall gehen wir heute wieder in eine wunderbare Let's Push Session. Ja, gut, da wird alles von dieser Polizei geregelt, dieser Verkehr. Okay, meine Freunde, okay. Auf jeden Fall geht es in eine wunderbare Let's Push Session in dieser weiteren Trainingswoche. Ich glaube, wir sind jetzt in der dritten Trainingswoche des aktuellen Mesozyklus. Wir haben noch ein bisschen vor uns, bis es wieder einen Deload gibt. Somit probieren wir heute wieder ordentlich Gas zu geben. Ja. Pre-Workout-Meal habe ich eigentlich gut getimed jetzt. Es ist zwar so, wie ich normal trainieren gehe, also nicht mit dem besseren Meal-Timing an einem Tag, sondern hier habe ich das erste Meal ein bisschen rausgedrückt, ja, und dann eigentlich erst gegen Ende 11 Uhr fertig verzehrt. Ich habe es über ein Meeting drüber konsumiert, sage ich jetzt mal so. So schaut es mal aus. Ich würde sagen, wir starten gleich in die Session rein mit Lat Pulldowns bzw. den Single Arm Pullarounds und dann werden wir ordentlich drucken gehen. Somit, let's get it on, meine Freunde. Let's go! So, meine Freunde, wir gehen an. 38,5. Ich habe eine Zugriffe. Alles irgendwo liegen lassen. Scheiße. Okay, machen wir es mal ohne, dann gehen wir auf Zugriffe suchen. So, meine Freunde, Zughilfe verloren, keine Ahnung. I the fuck don't know. Na gut. Let's go. Gut. Armwechsel und weiter. Brachland, bevor ich kam aus dem nächsten Gasfeld getan. Let's go. 9 bis 13. Let's go. Yep. Oh. Come on. Yeah. So, 13 bis 17, Back-off-Satz. Let's go, meine Freunde. Oh.
Ich bin arg. Komm. So, meine Freunde, 95 Kilo pro Seite, Hammer Strength, Incline, Chest Press. Oh, komm mit. Let's go, Alter. Ha. Yep. Ah. Fuck. So, meine Freunde, ich glaube, dass die Gewichtsscheiben im Felsendorfer, die Live-Fitness-Scheiben, leichter sind, weil hier die 95 Kilo waren so schwer, gerade mal 3,5 Wiederholungen gemacht, jetzt die 75, 9 bis 13 ist Rep-Vorgabe, schauen wir, wie viel wir erreichen werden. Somit, ja, let's go. Zwei noch. Einer noch. Boah, heavy. Strick auf 10 gemacht. Schauen wir, dass wir das wiederholen. 75 Kilo pro Seite. Let's go. Ich bin überzeugt, dass die Hamstring-Scheiben schwerer sind als die Lifeline. Let's go. Drei noch. Komm! Drei. Ein noch. Ja. So. Let's go. So, meine Freunde, 130, schauen wir mal. Zweiter Satz, 12 haben wir im ersten gemacht, 11 bis 15 oder sowas sollen wir machen. Let's go. Come on.
nochmal zu. So, meine Freunde, Singland Prices pusht dann unten an der, am Cape Tower, weil oben alles besetzt ist. Füllt sich das Gym schon. Somit ja, 9 bis 13. Nächstes machen wir leichter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich mag dieses Kerbel, aber overall V-Station dann doch 10-mal besser, weil einfach die Übersetzung viel genauer ist. Wir machen jetzt noch Low Cable Curls, einen Aufwärmer und dann denke ich mit 10 Kilo wird das sehr, sehr gut sein. So, meine Freunde, Curls, so wie gesagt, 10 Kilo, 13 bis 17 Wiederholungen, let's go. Come on, Fino. Ah. Oh, gut. Let's go. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Komm. Elf. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Gut. Oh. So. Zweiter Satz, let's go. 3, 4, 8, 9, 10. 7 noch. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Gut, sehr gut. Guck mal. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 noch. Komm. 1, 2, 3, 4 noch.
So, meine Freunde, wir kommen zum Review unserer Push Lad Session, die ausgezeichnet war, wirklich gut geschmeckt hat. Also ich würde sagen, eine gute 8 von 10. Easy going. Wir starteten mit den Single Arm Pull-Arounds auf der V-Station. Die V-Station war da noch frei, was sehr, sehr gut war. Und ich dort eigentlich mehr gemacht habe als das letzte Mal. Einfach aus Prinzip, beziehungsweise weil ich es nicht besser gewusst habe und nicht gesehen habe, dass jemand diese zwei 0,625 Gewichter dazu geschaltet hat und ich da einfach mit die 38 plus zweimal 0,625 dazu gemacht habe. Ja, also das haben wir gemacht, das war gut, ja, war leibend, ja, super. Dann die Hammer Strength Pulldown Maschine, ja, einmal mit 60 Kilo und dann mit die 45, also mit die 15er beladen, funktioniert die eigentlich top. Vor allem zum Aufwärmen mit 30 Kilo, dann 45 Kilo und dann in den ersten Arbeitssatz mit 60 Kilo und dann den ersten Backoff-Satz mit 45 Kilo wieder. Es fühlt sich sehr, sehr gut an, so diese Maschine zu bearbeiten, auch mit den Gewichten, mit den Scheiben, glaube ich, dass der Rhythmus da sehr, sehr gut ist. Im Vergleich zu 20, 40, 60 finde ich da eher 30, 45, 60 ein bisschen besser, ja, weil die 20 einfach ein bisschen zu leicht sind, die 30 kommen da schon eher hin, dann die 45 und dann die 60, also schon mal gut gewesen. Dann Hammer Strength Incline leider verkackt in den 5er Rap, in die 5 bis 7 Rap Range heute zu kommen, eher 3,5 gemacht mit die 95, einfach, ich bin bei festen Felsen Überzeugung, dass die Lifeline Fitness Scheiben im Floridsdorfer Fit One leichter sind als die Hammer, ja, ziemlich sicher sogar, weil es war heute viel, viel schwerer, wie wenn ich das im Fürstendorfer machen würde. Deswegen, ja, keine Ahnung, müsste ich mal eine Waage mitnehmen und schauen, wie sehr das in Wirklichkeit ist, wie sehr das stimmt. Aber ja, wir werden das wohl nie erfahren, weil wir niemals diese Gewichtsscheiben abwiegen werden. Zumindest ich nicht. Dann Backoff 75 Kilo war gut, 2x10 Reps, ideal. Dann die Hammer Strength Tippmaschine ultra schwer beladen, also 130 ist, glaube ich, zu viel. War jetzt wirklich Überlebenskampf und nicht gut in die Übung reingefunden auch. Glaube ich, müsste mehr aufwärmen, dass ich da wirklich gut reinfinde. Lateral Raises absolviert, ja, mit die 45er auf 21 Wiederholungen, also 10er Block gemacht, dann nochmal ein 10er, dann nochmal ein 1er. Also geschaut, dass ich da auch gut über die Runden kommen. Einfach geschaut, dass ich es überlebe. Dann war die V-Station besetzt. Unten waren auch schon ziemlich viele Leute, deswegen war das mit dem Filmen ein bisschen tricky. Und auf jeden Fall habe ich dann natürlich ein bisschen gepostet, habe diese Trizeps, die Trizeps Push-Downs gemacht. Die Trizeps Push-Downs waren dann am Anfang ein bisschen zu schwer, meiner Ansicht nach. Hat dann von 17, glaube ich, auf 15 Kilo gegangen. Einfach weil ich das auf dem Kabel Tower einfach nicht einschätzen kann, wie stark und wie viel Gewicht ich brauche. Das ist immer so ein Rantasten jedes Mal. Meistens zu viel, dann ein bisschen Load Drop und dann ein bisschen mit der anderen Hand mithelfen. Gemerkt, okay, links ist viel schwer, also einiges schwächer als rechts mittlerweile. Ja, müssen wir einfach beobachten. Und dann natürlich die Königsübung der Königsübungen. Curls gemacht, auch dort, ja. War sehr gut, Arme haben Bock gehabt zu machen, zu arbeiten und da haben wir, glaube ich, eigentlich ganz gut auch die Übung durchexerziert. Ja. Und am Ende habe ich noch in der Garderobe ein, zwei Poses gedroppt, ja, geschaut, wie der Pump angekommen ist und das war einfach fantastic, meine Freunde, also wirklich gut. Und ja, ich muss jetzt mittlerweile immer wieder mich daran erinnern, beziehungsweise mit dem Tanktop trainieren gehen, dass ich wieder Bock und Motivation habe, dass ich Sachen sehe an meinem Körper, weil oftmals die Energie fehlt, beziehungsweise ja, ich eher schlapp bin und eher müde, unter Anführungszeichen, weil einfach diese 2000 Kalorien schon recht hart sind, sagen wir so. Ja, so schaut es einmal aus. Ich hoffe, ihr hattet jetzt ein gutes Training oder startet ins gute Training. Ich wünsche euch allen ein super geiles Training. Gebt's Gas, glaubt's an euch, meine Freunde.
und wie immer, vergesst nicht, Kanal zu abonnieren, Glocke zu läuten und nächstes Mal wieder einzuschalten zum nächsten Workout-Vlog. Morgen gibt es dann eine. Let's go!